Ladies and gentlemen, put your hands together for the man that never been the left. He just went about his business and got his pull up straight. The man of the hour, the man that I've been waiting for you. Ladies and gentlemen, give it up for Sam. Yeah. Sam is the love. Man, ist ne komische Zeit, gerade ist viel los, krieg kein Schlaf, weil die Promotouren, Fotoshoot-Shows und der Kleinkram. Ich bin so viel unterwegs, nachdem ich so lange daheim war, so viel allein war und ich Strophen gefeilt habe. Und ich war schon da oben, als all die Großen noch klein waren. Fast schon Rap-Opa, doch der Flow ist noch 1A. Und oh ja, ich war selbst noch so ein Poser vor 3 Jahren. Doch merkte irgendwann, dass ich so ein Vorbild nicht sein kann und sein will, denn ich bin ein Idol für meinen kleinen Mann. Kritisieren dürfte ich nur, die loben um meinen Namen. Und damals dachte ich noch, wir hätten so viel gemeinsam. Doch heute sehe ich die ganzen Idioten, hab keinen Plan. Denn unten ist es hart, aber oben ist einsam. Und meist sind die Ausgaben so hoch wie die Einnahmen. Wer will mir sagen, dass ich das hier nicht aus Liebe mach? Dass ich so lange bleib, hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht, unglaublich. Und egal, was die Hater auch sagen, die haben niemals ein eigenes Label gehabt. So hat die keiner unser Ex-Riesen-Karriere gemacht. Dafür haben wir 2 Azubis durch die Lehre gebracht. Ich wollte Kollegen Jobs geben, anderen Rappern eine Plattform. Manchen fehlt die Disziplin, anderen der Ansporn. Nur ohne Plattenkäufer können Plattenfirmen nicht vorankommen. Internet frisst die Industrie von innen wie ein Bandwurm. Und das ist ekelhaft, doch es wird klarer jeden Tag, dass es nichts bringt, wenn man ein Label hat, wenn es keine Knete macht. Stimmt, versteht ihr das? Ich lade schon auf einen letzten Tanz. Heute macht es eure letzte Chance. Auf einen letzten Tanz. Ich lade schon auf einen letzten Tanz. Heute macht es eure letzte Chance. Auf einen letzten Tanz. This is Deluxe Records, dies hier ist nix Nettes. Dies ist das Level, auf dem du wärst, wenn du Hits hättest. Sagte ich mal, aber wir hatten leider selber keine. Dafür paar Hammerbeats und jede Menge derbe Reime. In erster Linie ging's um Liebe und um Rap nicht scheine. Es ist wirklich scheiße, dass dieser Abschnitt hier jetzt vorbei ist. Ich würde dann bleiben, doch kann es mir einfach nicht mehr leisten. Und deshalb scheint es, als ob es Zeit ist, ich lass mich scheiden. Ich hab hier keinen, man wirklich keinen, was zu beweisen. Will mal wieder wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich wirklich frei bin. Ohne Verpflichtung und Erwartung. Diskussionen über Image, Richtung und Vermarktung. Diese letzten Jahre waren für mich eine Offenbarung. Ich hab vieles gelernt und vieles verstanden. Wie zum Beispiel, dass ich kein Businessmann bin. Nein, danke, das überlasse ich lieber den anderen. Doch ich erinnere mich an alles wie Elefanten und möchte mich bei all den Leuten vielmals bedanken. Den Fans, den Künstlern, Mitarbeitern. Und das hier ist die letzte Chance, auf die Lieder zu tanzen. Ich lade euch an auf einen letzten Tanz. Heute Nacht ist eure letzte Chance. Auf einen letzten Tanz. Letzten Tanz mit mir. Und hier muss ich allen Leuten danken, die uns unterstützt haben. Allen Leuten, die das Team mit aufgebaut haben. Yeah, DJ Dynamite, Sticky, Mama, die Headliners, Eddie aka Papa Zulu, Andershan, TC aka Neo und MIAO, an Illo the Shit, dank an Robster aka Rob Easy, dank an Georgie, dank an Dennis, DJ Vito. Dank an unsere Azubis, Luki und Leo. Dank an Tropf, die Typolix-Jungs, Keith, Punker, Tips und Henry. Dank an Frequency und Earth. Vielen Dank an Monroe, dank an Schnabel, Ty Jason, DJ 360, DJ Rocky. All die anderen Produzenten, die uns unterstützt haben. Dank an Jadena, Sebastian von Instruments. Alias, Tua, Snagger und Pillard, Manuelsen. An all die Praktikanten, die wir hatten. An die Juice, die Backspin, MZ, die ganzen anderen Hip-Hop-Seiten, die uns unterstützt haben. An die ganzen Deluxe-Fans online. Und natürlich alle unsere Supporter. Peace.